Ja, Freunde, und damit kommen wir zum letzten Kapitel von Kid's Story von Little Nightmares DLC Secrets of the Maw, Geheimnisse des Schlunds. Wir haben auf jeden Fall im letzten Kapitel gesehen, dass die Lady mit dem Aufzug, wo wir hier gerade sind, hier hingefahren ist irgendwo. Und das ist auf jeden Fall schon mal kein gutes Zeichen. Wir sind wieder der Gnome. Wir haben auf jeden Fall gesehen, dass die Gnome Kinder sind. Aber wie sie zu diesen Gnomen geworden sind, das wissen wir nicht. Das ist auf jeden Fall so ein Aufzugraum und... Oh mein Gott. Vielleicht sind wir auch wieder in einem Gebiet, wo Six in ihrer Story niemals war, aber wir sind auf jeden Fall auf einer ähnlichen Ebene. Ich höre eine Spieluhr. Das ist so unangenehm. Auch der Spiegel wieder zerbrochen. Aber es sieht eigentlich schon sehr schön aus hier, aber die Person. Oh, das wird ein Gnom. Der Person, der dieser Ort gehört, die ist auf jeden Fall jetzt eher weniger nett. Okay, hier brauchen wir drei Statuen. Wenn man doch überall diese Spieluhr die ganze Zeit von ihr hört. Über diese ganzen Porträts überall. Gesehen, da war gerade so eine Maske oder so. Was war das gerade? Ja, wir müssten da da musste man diese Bücher einsortieren. Ist auch richtig unangenehm, wie hier irgendwie so überhaupt keine Musik läuft in dem Kapitel größtenteils. Das macht's echt richtig creepy. Ich glaube, eins musste man hier rein. Aber das ist schon mal richtig nice. Hier ist auch eins. Genau, hier ist das hier. Ja, und wir haben schon alle. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, ob das eine echte Statue war, aber ich glaube schon. Oder ob das... Ne, ich glaube, dass das eine Fake-Statue war. Ich glaube, dass das eine Fake-Statue ist. Oh, aber diese Spieluhr. Das jetzt hier rausziehen. Dann geht die Tür auf. Und dann muss man die Fake-Ding rein.
Es ist unangenehm. So, den muss man ganz nach hinten auf jeden Fall. Ah, nicht hier hin. Muss man nämlich auf den Boden schauen. Perfekt. Die ist auf jeden Fall immer noch da. Das musste man umschieben. Dass ich da nach oben hin kann. Wir brauchen aber drei Statuen, haben wir gesehen. Ein Ding. Okay. Okay, das schließt das Auge. Oh, hier kann ich wieder nach unten fahren. Ah, das ist dieses Ding-Rätsel hier. So kann ich es drehen. Okay, zwei sind schon mal richtig. Ah, okay, das dürfte richtig sein. Dann einfach hier drauf. Genau. Boah, was ist denn das jetzt hier? Ist das creepy, oder? Ja, auf jeden Fall auch dann. Gibt es auch ein paar Bilder von den Gegnern vom zweiten Teil dann. So, hier muss man dann, glaube ich, das aktivieren, wer da auf den Bildern ist. So, der ist auf jeden Fall dabei. Den meine ich auch gesehen zu haben. Dann haben wir einmal hier so ein... Okay, der ist auch dabei. Ah, und dann diese eine komische Figur da. Die ist auch auf jeden Fall dabei. Und dann dieser Junge hier auch, glaube ich. Irgendwer fehlt noch. Okay, sind irgendwie so auch Bilder von diesen Kindern. Ah, der ist auch noch, der eine da. Sehe ich schon direkt im... Der ist hier auch, glaube ich, drauf. Nein, jetzt haben wir's. Jetzt haben wir's. Noch irgendwas? Hier ist tatsächlich was. Hä? Ah, hier ist wieder nur so ein Treibgut, glaube ich. Das kann man irgendwie so aus Dinger, so Collectibles, aber das habe ich schon mal eingesammelt. Ich könnte versuchen, da
einfach rüber zu stratzen. Und raus da. Mein Gott. Tür ist zu. Okay, perfekt. Oh, was Flores geschafft. Oh, perfekt. Oh, die Musik fängt schon so komisch an. Oh mein Gott. Ich höre Geflüster. Ah, hä? Da war irgendwas. Oh mein Gott. Da schon wieder. Oh mein Gott. Da rennen irgendwelche Kinder rum. Jetzt kann ich hier nach unten. Dreieck. Oh nein. Ich höre die Spielung nicht mehr. Wow. Ah. Oh fuck. Oh mein Gott, die rennen hier überall rum. Ist ein bisschen ein Licht hier. Ist sie weg? Ich glaube, sie ist weg. Ja, sie ist weg. Oh mein Gott. Es ist so ein Kind mit so einer Maske. Und. Aber da ist der Schlüssel. Oh. Oh. Bleib weg von mir. Ah! Und du sollst hinleuchten. Ja, geil. Oh Mann, Alter. Ja, jetzt bekommt man das vorgeschlagen mit der Taschenlampe. Er hat sich da irgendwie nicht hochgezogen. Ah, jetzt. Da rum, ich muss aber runter. Einer ist tot. Okay. Schnell. Oh mein Gott. Ich muss da nach oben wieder. Boah, die rennt da überall rum. Ja, ja. Oh mein Gott. Greife mich aber jetzt nicht an. Okay, okay. Oh mein Gott. Okay, okay. Okay. Was sind das für Bilder? Oh shit. Oh mein Gott. Was sind überall? Sind überall. Okay, das ist ein Schalter. Oh mein Gott, ich muss den Stuhl hin. Aber ich muss auf Zeit machen. Oh mein Gott. Alter, habe ich gerade noch reagiert. Kommt noch einer. Nein! Ey, wie schnell kommen die? Ich muss das einfach so riskieren. Hier schaffe ich es nicht. Oh!
Ja, das war der letzte Ding. Ich konnte nicht mehr weg. Fuck. Bleibt weg von mir. Da kommt einer direkt hier raus, what the fuck? Mein Gott, man hat echt überhaupt keine Zeit. Da kommt noch direkt einer. Es ist so random, wie die spawnen irgendwie. Schnell jetzt. Da kommt direkt der nächste. Mann, du sollst da hingreifen. Jetzt haben wir es aber gut vorangebracht. Oh, es sind direkt drei jetzt. Oh, den gerade noch in meiner Ding gehabt. So, jetzt. Mann, du sollst da nach oben gehen. Oh Gott. Mein Gott, oh mein Gott. Oh, die sind überall. Oh! Nee, du kriegst mich nicht. Ihr kriegt mich nicht. Da ist noch einer. Bleib weg von mir. Da sind noch welche. Wie lange die das aushalten. Da ist eine Leiter. Auch mit uns. Oh Gott. Gott, ist das anstrengend. Boah. Ja, wir sind schon wieder da. Oh mein Gott. Wie viele sind denn das? Ich muss mich... Oh mein Gott. Ja, das geht natürlich wieder zu. Oh. Ja, genau. Bleibt weg von mir. Ich muss versuchen, die relativ weit ranzubekommen. Wieder rauf, wieder rauf. Ich muss einmal noch abwehren, glaube ich. Wer kommt her? Oh, es kommen drei. Sie dürfen mich nicht catch, sie dürfen mich nicht vom ins Kreuzfeuer nehmen. Es ist so schwierig, da dagegen zu halten. Ich bin natürlich auf der schlechten Seite. Das ist ganz unten. Jetzt können wir laufen, jetzt können wir laufen. Nein, 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 nein. Ah! Oh mein Gott. Ich war gerade noch hinter mir, Alter. Da haben wir die letzte Statue. Oh mein Gott. Oh, hier waren wir schon mal, genau. Die Kinder sind auch nicht mehr jetzt da. Perfekt. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Was ist hier? Das Gesicht von der, was ist das?
Oh mein Gott. Wie so ein Zombie oder so. Oh, Scheiße. Oh nein. Fuck, sie weiß, dass wir hier sind. Oh, Scheiße, oh, Scheiße, oh, Scheiße. Oh mein Gott. Oh, fuck. Oh, nein, 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 nein. Oh, bleib bloß weg, Alter. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Geht's aber nicht mehr weiter. Oh mein Gott. Oh nein, oh nein, oh nein. Hier geht's nicht weiter. Aber da ist doch direkt da reingegangen. Wir brauchen halt einen Spiegel, aber die sind alle zerbrochen. Wir wissen ja von Six Story, dass der Spiegel die Schwachstelle ist, aber hier gibt's keine Spiegel, Alter. Oh, da ist ein Ausgang. Oh, das wird eine Falle sein, laufen! Also klar. Oh mein Gott! Aber ich kann halt nichts machen. Oh fuck. Oh mein Gott, und jetzt wissen wir, wie die Gnome auch entstehen. Die Kinder werden zu Gnomen gemacht. Was ist mal jetzt? Ich höre hier. Das hört sich an wie die. Wie die Gäste, ja. Oh mein Gott, wie die Gäste vom Schlund. Oh mein Gott. Hier war irgendwo. Hier ist ja irgendwo auch Six dann gewesen. Aber die fressen hier auch. Ja, dann ist die echt nur. Hat die so quasi vor den Gästen ihr Quartier dann da. Die Lady. Ja. Oh mein Gott, hier waren wir mit Six. Könnt ihr euch erinnern? Ja, hier sind wir mit Six hochgekommen. Oh mein Gott. Boah, Leute, ich will nicht in diesen Raum reingehen. Ah, das wird jetzt so schmerzhaft sein. Oh nein. Boah, das Ende ist jedes Mal so schlimm. Boah, das ist so schlimm. Boah. Ich kenne das auf jeden Fall vom vierten Kapitel von Six Year Story. Das Szenario kennen wir ganz genau. Ja, und die Musik ist halt auch so am Kicken. Boah, es ist halt so ein schlimmes Ende von dem Spiel. Und er ist einfach auch noch mein Lieblingscharakter. Bis jetzt aktuell. Wie Little Nightmares dann 3 ist mit, wie gesagt, keine Ahnung. Aber aktuell ist das mein Lieblingscharakter gewesen, Kid. Und er ist einfach der Gnome, der was von Six gefressen wird. Ja, die Musik ist halt da auch so am reinkicken.
Ja, und das war auf jeden Fall das DLC. Secrets of the Mao, Geheimnisse des Schlunds. Mehr braucht man zum Ende nicht sagen. Ja, sehr, sehr bitter. Ja, die Musik ist halt auch nochmal richtig am rausholen, das Ende jetzt. Ja, das Spiel ist wie gesagt unfassbar gut. Das DLC ist an manchen Stellen, vor allem das zweite Kapitel, finde ich echt nicht so gut. Da ist sehr wenig Action irgendwie drin. Es ist sehr rätsellastig und alles, aber das dritte Kapitel, vor allem wenn man in den Ladies Quarters ist, so heißt das ja auf Englisch, diese Lady-Quartiere, das ist sehr, 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 sehr gut und sehr, sehr spannend, auch mit diesen Schattenkindern. Da gibt es auch einige Theorien darüber, was das wirklich für Kreaturen sind. Auf jeden Fall sehr, sehr krass. Und jetzt haben wir auf jeden Fall hier nochmal einen kurzen Teaser. Ja, von Finman von Little Nightmares 2, Leute. Aber wenn ihr das Let's Play nicht kennt, werde ich euch hier nicht spoilern. Auf jeden Fall hat das mit Little Nightmares 2 zu tun, hier das Ende. Ja, und das war's, Leute. Wie gesagt, ein sehr, sehr gutes Spiel. Und ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Wirklich, wie gesagt, ich bin ein großer Fan der Reihe. Ist wirklich eine unfassbar gute Reihe. Und wie ich sagen, Leute, das war's auf jeden Fall dann zum Let's Play zu Little Nightmares. Auf jeden Fall würde ich sagen, dann geht's demnächst, kommt er nicht mehr allzu lange, werden wir auf jeden Fall auf Little Nightmares 3 dann auch Let's Playen. Habe ich ultra Bock auf, wenn das rauskommt. Ich würde sagen, bleibt gespannt, bis zum nächsten Let's Play, was auch immer kommt. Bis dann und ciao, ciao.